Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wollen wir am Teich ein paar Burger machen und heute versuche ich mit dem Tuareg bis oben hinzukommen. Kumpel meint, das funktioniert. Unten ist schon ein bisschen knapp, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Sieht man das, dass hier reingeht? Scheiße. Gucken mal, wie weit wir kommen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir schieben ein bisschen Schnee vor uns her, aber ich glaube, wir haben genug Bodenfreiheit. Weil wir haben keinen Bock, dass wir haben Holz mitgebracht, haben keinen Bock, das Holz da einzutragen. Deswegen machen wir es so. So, weiter bin ich nicht gekommen. Wir lassen das Auto jetzt hier mitten auf dem Weg stehen. Müssen wir nicht ganz so weit laufen. Ich bin in dieser Treckerspur gefahren, das war ganz cool, aber hier vorne, ja, hier ist so eine richtige Kuhle und hier wurde es dann so tief. Hier sieht man auch, dass ich aufgesetzt habe unten. Der hat ja schon viel Bodenfreiheit. Seit hier wäre es dann noch schlimmer geworden. Bevor wir uns dann bei dem Wetter hier irgendwie rausgraben müssen, also habe ich keinen Bock drauf. Lassen wir das Baby da vorne stehen. Ich hoffe, dass der Bauer nicht hier lang will. Soll das schon passen. Ja, wir müssen wieder drüber springen. Ich drehe das Schloss heute zwar auf, aber ja, das ist hier so zugeschnallt, dass er jetzt auch richtig fest. Deswegen springe ich jetzt hier über mein eigenes. So, da kriege ich nicht aufs Maul. Ja. Top. Hier der Rest. Ja. Wir sind am Teich angekommen. Ja, mit dem Schnee sieht das mega aus, ne? Teich ist noch gefroren. Wir haben irgendwie 1 Grad. Wind ist ein bisschen kalt. Aber hier scheint auf jeden Fall sehr viel Wild unterwegs zu sein. So, wir haben eine ganze Kiste Holz mit, weil das Holz hier habe ich nicht abgedeckt. Das ist komplett nass. Hatten wir die Tage schon Schwierigkeiten mit. Ich habe ein paar Burger-Patties mit. Burger, Brot, Soßen, Bacon und den ganzen Scheiß. Jetzt wollen wir die Feuertonne anmachen. Ich habe so eine Grillplatte, zeige ich gleich, die wollten wir da draufschmeißen. Und wollten uns dann hier bei dem richtig geilen Schnee und Ambiente hier momentan ein paar Burger machen. So, wir schmeißen jetzt erstmal ein bisschen, ich habe wie gesagt Holz von zu Hause mitgebracht. Das schmeißen wir jetzt da unten rein. Und das Ding ist voll mit Schnee, wir haben das gerade schon ausgekippt, aber das ist alles gefroren. Deswegen werden wir Benzin reinkippen, dann soll das wohl wegbrennen. Alter, das ist richtig, das ist Eisscheiße. Ich muss das jetzt einfach hier so ein bisschen aufbauen, dass da überall was dran kann. Unten sind auch keine Löcher drin, also es kann nichts im Teich oder was. Wir haben nur an der Seite ein paar Löcher gebohrt. Das hier ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Das Benzin ist oder von der Motorsense mit Öl. Meinst du, wie viel ist das? Wir sollten auf jeden Fall nicht reingucken, wenn wir da jetzt ein Streichholz reinschmeißen. So. Jetzt habe ich hier diese Zippo-Dinger. Schon wieder ein bisschen Schiss, ne? Meinst du, es kommt da eine Stichflamme raus? Ja, ne? Jetzt reingucken ist so dieser klassische. Wo ist der Scheiß denn hingeflogen? Ich sehe es nicht. Ach, da oben. Die Pisse geht immer aus. Ja, jetzt brennt. Pass auf. So, wir haben jetzt erstmal hier so ein kleines Höllenfeuer entzündet. Ein bisschen Holz reingeschmissen, weil da unten ist ja auch noch jede Menge Eis. Das war ja voll mit Schnee. Die Tonne ist auf jeden Fall jetzt außen fast am Glühen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Benzin reingemacht. Ein bisschen Holz, da ist jetzt auf jeden Fall genug drin, das brennt. Wir hatten noch einen Sack Holzkohle gefunden, den haben wir auch noch reingefeuert. Und jetzt holen wir die Platte, legen die da drauf und dann machen wir einen schönen lecker Burger. Wie gesagt, die Sonne, es ist richtig, richtig geil. Wir stehen hier mitten auf dem Teich oder auf der Terrasse. Kumpel war gerade schon auf dem Teich bis zur Mitte, dann hat es geknackt. Ich gehe da auf jeden Fall nicht rein, weil mit meinen Winterklamotten, wenn ich da reinfalle, bin ich sofort tot, habe ich keinen Bock drauf. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, bis das hier richtig brennt. Jetzt auf jeden Fall knackig Temperatur da drin. Als allererstes werden wir dann hier so ein bisschen Bacon drauflegen. Oh,
Das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Irgendwo habe ich ein Messer. So, wir haben so schöne TK-Patties. Zwei. Ich glaube, das sollte reichen. Gerade so. Wahrscheinlich müssen wir auf dem Rückweg noch mal an der Tanke halten. Fuck you, ist das heiß. So, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, hier ist auf jeden Fall gut. Warten wir noch. Wir haben auf jeden Fall so viel Hitze jetzt drin, dass du hier nicht mehr stehen kannst. Aber die Platte ist warm. Oh fuck, vorne musst du aber aufpassen. Hier ist die Temperatur. Alter, meine ganze Hose brennt, du kannst hier kaum stehen. Normalerweise ist hier noch so ein Waschmaschinenkorb drin, den haben wir jetzt aber rausgenommen. Deswegen haben wir so viel Temperatur da drin. Hier kannst du, und wir haben alles an Holz reingeschmissen, alles auf eine Karte gesetzt. Hier schmilzt es auf jeden Fall schon und du kannst hier auch kaum stehen. Aber so kriegen wir das hier auf jeden Fall fertig. So, wir kaufen immer diese Brioche-Brötchen. Die machen wir hier nochmal so ein bisschen warm. Das sind einfach, finde ich, die geilsten Brötchen für Hamburger. Ja, bloß nicht zerreißen. Oh, fuck, ist das warm. Wir haben zwar ein bisschen viel Patties, aber dann nimmt man einen Dreifachen und einen Doppelten, dann passt das genau. Fuck, Alter. Du darfst diese Platte nicht berühren. Das ist heftig. So, ich glaube, Käse ist genug. Mega, ich habe richtig Bock. Das ist auch gut. Kein Platz. Dahin. Den dahin. Boah, da kannst du nicht stehen. So, dann würde ich sagen, baue ich mal einen zusammen. Nehme ich einen Boden. Dann einen so ein Patty. Mache ich noch ein bisschen Bacon drauf. Nehme ich hier noch so ein Patty. Burger Dressing, jawohl, Baby. Irgendwo habe ich einen Deckel. Hier. Mega. Boah, die Hälfte fällt schon raus. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Mega. Top. So, wir sind fertig für heute. Geschmeckt hat das richtig geil. Wir haben jetzt hier Feuer drin, wie verrückt. Wir haben schon 2-3 Schaufeln reingeschmissen, aber wir haben jetzt keinen Bock, mal eine Stunde hier rumzuhängen. Man sieht das, da ist noch relativ heiß. Schmeiß aber ein paar Schippen Schnee rein. Die Platte ist auch schon gut kalt. Das schmilzt jetzt gleich alles. Kümmert sich der Schnee darum und es passiert da nichts. Was soll hier brennen, ne? Alles voll mit Schnee, da mache ich mir keine Sorgen. Die Platte ist auf jeden Fall schon kalt. So, wir hauen jetzt ab. Ich wollte noch einmal zeigen, das Sonnensegel, da ist jetzt noch mehr drauf gekommen. Oben ist die Schlaufe rausgerissen. Das Kabel für die Solaranlage ist noch gut. Das baue ich die Tage dann ab, wenn der Schnee weg ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und Outdoor-Küche, der im letzten Video schon gesehen, ist komplett zerstört. So, hier nochmal das Feuer. Das lassen wir jetzt so. Die Tonne ist komplett voll mit Schnee. Der Rest hier oben, das schmilzt gleich noch und das läuft dann da rein. Die Platte ist schon wieder kalt. Eben konnte sie ja kaum berühren. Da sollte also auch nichts passieren. Und jetzt geht es wieder Richtung Auto. Ich hoffe, ich kriege mein Auto da raus. Bin auf jeden Fall komplett nass. Heute habe ich auch kein zweites Paar Socken an. Aber ja, war auf jeden Fall top. War richtig lecker, hat richtig gut geschmeckt. War eben schnell auf dem Sonntag. Besser als zu Hause auf dem Sofa sitzen. Und bei dem Wetter hat man ja auch keinen Bock zu Hause zu sitzen. Deswegen, top Sache. Den habe ich die Tage kaputt gemacht. Da stand ich drauf. Ist der Scheiß weggebrochen. Schließen brauche ich nicht, war noch abgeschlossen. Jetzt geht's nach Hause. So, wir hauen ab. Ich bin schon wieder komplett nass. Schuhe ist ein Kilo schwerer, alles voll mit Schnee. Ich hoffe nicht, dass ich hier wegkomme.
bin eben aus dieser Treckerspur rausgerutscht, deswegen ging das nicht weiter. Aber solange ich jetzt in dieser Spur bleibe, sollte das eigentlich funktionieren. Mal gucken, ob das klappt. So, ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare, abonniert auf jeden Fall den Kanal und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende und bis die Tage. Ciao.